Hey ihr Ameisen von allen Farben, willkommen zurück zu Grounded. So, wir machen weiter hier am Ameisenbau. Ich hoffe zumindest, es ist der schwarze Ameisenbau. Und dort finden wir den letzten Chip, den wir brauchen, um unser Heilmittel herzustellen und wieder groß zu werden. Ich habe meine Maske auf, gut. Da hoffe ich mal, dass es hier wirklich reingeht und mir nicht zu viele Ameisen den Weg kreuzen. Oh, was haben wir denn hier? Oh nein, Yo Girth, die Actionfigur ist raus. Ah, da ist aber ein Milchbullar drunter, seht ihr mal. Yeah, noch einer. Geil, jetzt kann ich schon wieder was upgraden auf jeden Fall. So, wie gesagt, hoffen wir mal, dass der Ameisenbau nicht zu krass ist. Weil ich muss da rein, für den Chip. Hallo Ameise. Seid bitte lieb zu mir, ich bin auch lieb zu euch, ja? Ton. Ey. Stirb, stirb, stirb. So. Ich will auch nichts klauen, ja? Ich will alles voll, verdammt. Jock it down, Pete, komm. Was ist denn Scheiß? Ist alles gesund. Noch mehr Ton. Hey, kleine Ameise, alles gut. Ich will nur eure Krieger töten, sonst nix. Komm, bevor du raffst, dass ich da bin. Au. Hey, ist ja gut. Ich hab doch nur den Barbo getötet. Komm, lauf lieber, ich will dich nicht töten. Ach, shit. Hier kommt Spur der Mammut, Stufe 1, braucht kein Schwein. Oh nein. Komm, geh bitte. Genau. Ich will euch nichts tun, ihr sollt einfach gehen. Geht's wieder raus, ne? Ne, ich will aber nicht raus, verdammt. Ich muss auf jeden Fall weiter rein. Oh Gott, das ist doch ein ganz schöner Weg bis da unten. Working away here. Uff, da geht's doch ganz schön weit rein. Schau mal. Oh, guck mal. Sieht man hier. Ist auf jeden Fall ein Labor und da will ich hin. Gucken, wo das hinführt, das Ende. Eine kleine Lichterkette. Oh, da ist der. Ich schätze mal, das ist ein Ausgang. Das wird nicht aufgehen hier. Versuche das schwarze Ameisenlabor. Habe ich vor. Es war mir klar, dass das nicht aufgeht. Das ist ja immer so. Geht die A-Seite auf? Auch nicht, ne? Nee. Wenn
Wenn ich mal zur Aufgabensetzung haben, Ameisen töten oder so, das mache ich die ganze Zeit. And deep within the subterranean depths of the endless caverns, they found a most peculiar abandoned ruin. Der ist so ein Rollenspiel-Nerd, aber ich find's super. Mag Pete. Jetzt hier was sein? Hier ist nämlich kaputt alles. Doch. So ein Weevil drin. Schade. Oh, warte mal. Ich hoffe, ich hab noch genug, ne? Für später. Wow. Lösen sich jetzt auf sogar. Ich mach erstmal auf hier. Biometrischer Scanner for the win. Yeah. Bohrer. Wow. Mal gucken, was hier so geht. Level gewährt. Erhaltet Freigabe für Sektor B. Virgil, I'd like to summarize the results of today's mixer trials. Ready to take your dictation! Trials 1 and 2 were aborted due to mechanical failure. Now, trial 3. Trial 3 was interesting. Wait. Virgil, what is that? It looks like a gathering of ants. Well, I can see that, but what... Oha! Shut down the facility! Close the blast doors! It appears that the mixer has agitated some of the local fauna, so... That's enough for today, Burgle. Ja, ja, dieser dumme Mixer, ne? Das ist so ein ätzendes Teil. Ich weiß ja leider aber nicht so ganz, für was der gut sein soll. Außer für das, was er gesagt hat, dass er die Fauna aufwiegelt. Also unter der Hecke war es echt eklig. Und dafür, dass man da als erstes hin muss mit den Spinnen, ist schon krass. Okay. Ging ja ausgerechnet Steine und sonst von nirgends. Was ist das denn alles hier? Nichts. Cool. Tja, die Entwicklung des Mixer war ein holpriger Weg. Ich konnte zwar ein Konzentrat aus Rohwissenschaft herstellen, aber die Energiewellenleistung ist zu stark für den Eindämmungsfeldgenerator. Offenbar ist die Verwendung eines Mixers vorerst eine einmalige Angelegenheit. Ich muss einen Weg finden, die Produktion von Ertragseinheiten zu erhöhen, die nötig sind, um meine Experimente zur Austrocknungstherapie fortzusetzen. Zu allem Überfluss haben es schwarze Ameisen weiterhin auf mein Labor abgesehen. Ich vermute, das hat mit der Kakophonie dieser dämlichen Maschinen bei maximaler Leistung zu tun. Oder irgendetwas lockt sie an. Jedenfalls stehen die Chancen wie immer gegen mich. Oh. Okay. Irgendwas lockt die Ameisen an. Oh, das ist schlecht. Au. Science! I kill you. Auf Verbände habe ich leider alles voll. Extra ein paar eingepackt. Oh, eine Werkbank. Eine Werkbank. Sehr gut. Das ist bestimmt eine Waffenverstärkung. Scharfer Pfeil. Yes. 50 Hirnschmalz. Warte mal, was haben wir denn als nächstes noch? Wir haben jetzt hier die Ameisenrüstung, die ist schon ganz geil. Das Schwert, den Schild haben wir, den... ja, das Schwert haben wir noch nicht hergestellt. Stufe 3 Ausrüstung mit der nächsten Level. Mit der nächsten Levelstufe. Alter.
Diese Level 15 Ausrüstung, das ist auch wieder ein Degen, ne? Geil. Leute, geil, geil, geil. Ich muss mal diesen Helm ausziehen, der geht mir ein bisschen auf den Sack. So, was haben wir denn hier? Das Ameisenschwert. Scharfer Pfeil ist neu, würziges Stück und Federpfeil. Alles für die Armbrust eigentlich. Sehr geil. So, schwarzes Ameisenschwert. Könnte ich machen mit Leder, ja. So, wie viel hast du denn? 7,5 Widerstand, Blockstärke und schwere Rüstung. Und hier bei der Ameise haben wir kritisch nach Blocken, aber nur 5 Widerstand, mittlere Rüstung. Warum immer das Bienenpelz brauche, ich verstehe es nicht. Seitensaal. Habe ich eigentlich alles da? Zu Hause halt, ne? Nicht hier, aber zu Hause. Zu Hause haben wir das in Überfluss. Ja, dafür brauche ich jetzt halt leider die Schmiede, ne? Egal. So. Gehen wir mal weiter im Labor, ha? Ihn muss ich ja eh noch töten. Armen kleinen Viecher. Burgle has been behaving strangely. I have noted in some of our interactions that he has been taking liberties with my instructions besides his usual displays of incompetence. But just the other day, I heard him humming a tune about grilling. He thought I could not hear him, but I did. And I have told him again and again to eliminate that unnecessary function from his programming, and yet still I know he harbors secret thoughts of grilling. Oh, I was certainly right to isolate him from the experiments. One can only imagine how his malformed programming could be contaminating my research. I'll need to review my security protocols to make sure no further contamination occurs. The security cameras are now installed across the yard, and I've assigned Burgle to overseeing Tasty and Arker operations. A little insurance that my progress on raw science enrichment doesn't fall into the wrong hands. Neither Ominent, nor Insect, nor Robot will have access to my research now. Okay. Wir was machen? Nein. Hier ist das also. Lebriger Schlons. Oh, geil. Ein Muskelspross. Nee, komm, lass mal. Das hebe ich jetzt nicht extra auf. Was macht das denn? Halt und Regeneration. Diverse zusammengewürfelte Zutaten geben eine weitestgehend trinkbare Brühe. Halt, Gesundheit beim Trinken. So. Lebriger Schlons. Kann ich hier oben durch das A durch? Was hier noch geht? Mehr Ameisengelashs. Diesel, ja. Okay. Aha. Noch mehr Raw Science. Schade, dass wir das nicht öffnen können. Das ist ein Ameisenomelett. Weise gut gedehrt und Dornen. Sehr gut, da gibt's. Oh, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ah, ich brauche eigentlich die Muskelsprosse, weil die echt gut sind für die stärkere Heilung. Was zur Hölle? Eichelbrocken. Keksandwichbrocken, Minzstück. Die kennen wir ja schon, die Keksandwichbrocken. Essen. Schlafkojen. Okay. 18 Uhr, ja noch nicht. Aber gut zu wissen. Oh, trinken ist halt immer das Problem, nicht das Essen. Nervige Teile.
Es ist allzu klar, so benebelt ich in letzter Zeit auch gewesen sein mag, dass eine gewisse Ordnung dringend erforderlich ist. Notizen, Blaupausen, Aufnahmen, alles dummerweise frei zugänglich. Ich will nie wieder mit einer Soldatenameise um wichtige Forschungsmaterialien kämpfen. Ich vermute, dass hier weit größere Kräfte am Werk sind als eine verärgerte Kolonie. Es ist, als würde jemand im Schatten jede meiner Bewegungen beobachten. Als ob er irgendwie von den verheerenden Fähigkeiten der Mixer-Technologie erfahren hat, tja, dann wird es Zeit für eine echte Sicherheitsmaßnahmen. Ich unterbreche die Projektarbeit, um dieses Labor ein wenig aufzupeppen. Außerdem gibt es Pläne für die Umnutzung einer alten Idee von Roby, die mürrische Management-Einheit. Ihre plumpe Programmierung lässt Raum für Verbesserungen hinsichtlich ihrer Erstellung. Und Gott bewahre, dass Burgle jemals mit ihr interagieren muss. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die beiden plaudern und über ihre Vorgesetzten lamentieren. Er scheint ziemlich eifersüchtig zu sein. Er, Turing, steht mir bei. Wie auch immer, ich muss mich an die Arbeit machen. Ja, er hat ja schon eine Persönlichkeit. Oh, sehr gut. Hat er keinen Platz für den Quatsch. Habe ich jetzt halt leider die Werkbank schon verbessert, ne? Was soll's denn mal alles mit? Science? Jetzt ganz unten? Nee. Ich mach den Helm aber wieder. Safer. Ja, hier unten habe ich leider keine Schmiede. Ich das? Nee. Ich dachte, da wäre vielleicht ein geheimer Zugang. Hier hinten. Noch ein Brocken. So, ich brauche das ja für die neue Ausrüstung, die ich mir bald machen werde. Ja. Was ist denn, Ameisi? Ich höre dich nur. Sehe dich aber nicht. Alter Schwede, der Chip ist auch noch ganz schön weit weg. Aber nicht, dass es hier dahin geht, wo ich hin möchte, sondern einfach nur tiefer in den Kaninchenbau. AKA Ameisenbau. Ist der durch? Das ist Molar. Muss halt echt so viele Eier noch holen aus dem Bau später. Und ich brauche die, glaube ich, hierfür. Überall. Yay! Sehr gut. Da habe ich schon 6 Stück. Heißt, ich kann mir auf jeden Fall für die 5 schon mal das nächste Upgrade holen. Hier gelandet. Ja, alles. Au. Sorry, Amas, ich will nichts tun, aber du ärgerst mich gerade. Lasst es einfach gut sein. Und geht und ihr lebt länger. Okay. Alles so kaputt hier. Das. Oh nein. Ach komm, ich hab's gewusst. Ich hab zu wenig dabei, ich sag's euch.
Es wird noch irgendwas kommen, wo ich dann nicht weiter kann und das wird mich so ärgern, weil ich dann wieder ganz zurück muss und alles neu holen muss, die ganzen Rohstoffe wieder, die Eier. Ah. Hast es schon so ein bisschen. Ich hoffe, hier gibt es noch mehr Bomben. Ja, du bist mein Retter. Und ein Kaugummi. No water filtration tablets needed. Komm, wir schrotten das Ding jetzt mal. Ich habe eh so viele im Lager. Kaugummi ist wichtiger. Voila. Geh erstmal hier rein gucken. Bip, 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 bip. Aha. Werkbank, Vergrößerungscocktail, ja. 5 Kaugummi-Stücke brauche ich dafür auch noch. Okay. Soll ich die bauen? Das Problem ist halt. Ja, das Problem ist halt, ich habe dann keinen Platz. Willst du die. Ist die Dings so der Upgrade-Maschine? Ich würde nur was upgraden, Kinder. Komm, ich springe jetzt da runter mit dem Molar und dann gucken wir mal weiter. Wenn ich die Stapelgröße verändern kann, das wäre schon mal ein Bonus auf jeden Fall. Ein richtig dicker Bonus. Mach doch ich meinen Helm. Oh, der geht noch. Hui. Ach, hier bin ich ja reingekommen, ich Held. Ich hab den gar nicht wahrgenommen, dass er da steht. Molla. Super gut. Okay, ich bin gar nicht mehr so weit weg vom Chip. Jetzt bräuchte ich den Rüssel. Ich habe den vorhin einfach mal so random benutzt, dass ich den Platz habe. Aber mein Degen ist schon ziemlich kaputt, muss ich sagen. Das ist Ameisenschwert ja auch um einiges robuster, das wäre natürlich super. Ah, da ist es nicht. Aber egal, da oben ist der B-Ausgang. Komm, der Helm, ne? Er stört halt die meiste Zeit irgendwie. Ne, hier war ich ja schon. Habe ich Platz für den Rosenkohl, wenn ich irgendwas verlege? Nee, ah. Ungern. Ungern, sag ich mal. Nee. Mm-mm. Macht keinen Sinn. Da müsste ich schon einen ganzen Stapel Rosenkohle finden, dass ich was wegwerfen würde dafür gerade. Beispiel den Rosenkohl-Smoothie, den ich unten noch hab. So, und hier oben? Auch nicht zum Chip, verdammt. Hier war der gebrochene Gang, wo ich reingekommen bin ursprünglich, oder? Hier. War das hier, wo ich den A-Zugang. Oh, jetzt wird's schwierig. Geh mal hier gucken. Hier bin ich runtergesprungen. Hier kam ich auch nur raus. Da unten ist B. Ich weiß nicht, ob ich hier war, aber ich scheint's echt weiter zu gehen jetzt. Also ich meine. Ja? Und wieder. Aber ich habe ja Bomben zum Glück, ne? Zum Glück. Ich hoffe, da ist nur ein Secret. Science unter anderem. Ich hoffe, ich brauche. Nicht noch eins. Oh, da vorne sehe ich schon. Ich brauche noch eins, oder? Weevil, was machst du hier? Ist das Pollen? Pollenpilze? Pollenblätterpilze. Das war's jetzt? Ein Goldmolar. Yeah, geil. Das hat sich echt gelohnt. Das hat sich gelohnt, doch.
War das? Ein bisschen Angst. Das war Schwammerl. Schwämme. Bisschen unheimlich hier unten. Geh lieber weiter. Ja, da geht's definitiv zum Chip. Leute, wenn ich die jetzt direkt kriege, ne? Das wäre so geil. Aha. Aber ja. Einfach rein. Nicht zögern. Also mein Degen. Wow. Ah, Mann, komm. Match, Match. Komm, ich nehme die jetzt einfach. Habe ich wieder einen Platz. Wunderbar. Das ist noch Milchmulle. Alter, hier ist ja richtig was los. Geil. Habe ich davon jetzt schon 5 vielleicht? Ah. Ja, ja. Gut, gut. Nein, ey, wenn das jetzt zu sprengen ist, dann krieg ich einen Anfall, ne? Dann krieg ich echt einen Anfall. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch echt verarschen. Ey Leute, ihr könntet nicht erwarten, dass ich jetzt noch einen Sprengsatz überhaupt für den Quatsch. Das ist doch echt frech. Ja, super geil. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück und suche mir einen. Wenn ich keinen mehr finde, ist halt dumm gelaufen. Richtig dumm gelaufen. Dann muss ich ganz hier raus. Und muss mir erstmal wieder ein paar von den roten Ameisen-Eier klauen. Dann brauche ich doch eine Grasbrocken und was nicht alles. Oh Gott, ey. Ich hoffe so sehr, dass es nicht nötig ist, jetzt, dass ich irgendwo hier eine Kiste finde. Dass ich immer noch nicht nachgeschaut habe. Bitte. Kann nicht deren Ernst sein jetzt. Ja, ist auch nur Quarzit. Komm mal voll. Ey, das ist jetzt wieder eine Viertelstunde lang hin und her gerannt, nur weil ich diese eine Kackbombe nicht habe. Locker, vorneweg eine Viertelstunde. Warte mal, ich gehe nochmal hier lang, hier war ich auch noch nicht. Ich hoffe, hier ist eine. Kiste. Ja. Sieht aber gerade nicht so aus. Geht's da wieder runter? Oh, hier gibt's noch einen Scab. Ich wusste doch, dass hinter so einem großen Brocken was ist, wo ich da. Wo ich noch nicht draufgehauen habe. Oh, Kinder, bitte. Bitte, bitte, bitte eine Bombe. Seid so lieb.
Einfach nur mal nett sein und mir eine Bombe geben hier. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Geht's einfach nur raus wieder. Oh, Kinder. Ach, hier ist der. Der ist im Sandkasten. Tiny Pete looked out across the endless expanse of the dunes, dotted with the husks of long dead creatures. What might await him in this sandy graveyard? Dieses Rumpeln ist echt die ganze Zeit hörbar. Ist das, was die Ameisen anlockt? Oh, Kinder, bitte, ich brauche nur eine beschissene Bombe, dann habe ich den Chip und dann kann ich hier wieder zurück. Geile neue Rezepte wahrscheinlich. Macht nicht sowas mit mir. Oh. Oh, so, ich bin wieder da. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit ein paar fiesen schwarzen Ameisen eben noch, aber das ging. So, alles repariert. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen kaputt, aber soll ich stören? So, ich habe ein bisschen Platz. Nee, habe ich nicht. Ich habe eigentlich ein bisschen was zu essen auf dem Weg noch hier mit eingepackt von den Ameisen. Die Brocken, die da abgeladen haben. Das ist nur total unnötig eigentlich, dass man das macht. Oh. Mein Helm ist ja schon ziemlich am Eimer. Hätte ich auch noch reparieren sollen. Na, was soll's. So, Freunde, jetzt gehen wir nochmal da rennen. Geh da einfach bitte weg. Deine Ameise. Komm, geh einfach weg. Ja. Wunderbar. So, das hätten wir. Jetzt gehen wir weiter runter in den Bau. Ich habe nämlich noch eine Stelle zum Bomben entdeckt. Muss erstmal noch gucken, wo die war genau. Also das mit dem Sandkasten ist schon sehr krass. Ich hoffe nur, ich finde da später einen Zugang oder ich kann mir irgendwie eine Leiter hochbauen. So, jetzt macht mal alle halblang bitte. Muss ich überlegen, war das hier? Ja, das war hier, genau. Ah, ich wette... Ich werde, die ganzen Viecher sind nachgespawnt. Ich habe übrigens 7 Bomben gemacht. 7. Wenn das jetzt nicht reicht, dann krieg ich zu viel, ne? Krieg ich echt zu viel. Na, ja, die sind noch nicht nachgespawnt. Hoffe ich. So, ich lasse sie mal hier fallen. Besser ist das. So. Shit, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Oder auch nicht. Filtration-Tablets needed. Der Alarm gefällt mir jetzt gar nicht, leider. Oh nein! Das ist auch noch dieser mit der dummen Kanone hier. Wow. Ich mache lieber ein bisschen mehr Schutz hier. Ach du Scheiße! Und da kommen noch mehr!
Wow, ey. Man kann sagen, und denen macht es überhaupt keinen Schaden. Alter Schwede. Er ist halt doch krank. Alter. Du bist doch nicht ganz sauber. Ach ja, da kann ich auch nicht hin, weil da kriege ich Schaden. Gut. What the fuck? Wie verärgerte den Assistant Manager? Ah, du. Dann auf, komm. Was ist mit meiner Ausdauer los, bitte? Nice and clean. Elendes Dreckvieh. So. Jetzt aber gut. Jetzt werde ich noch was futtern. Und dann nochmal Verband reinziehen. Alter, das ist halt echt knapp, ne? Komm, wir speichern jetzt nochmal und jetzt schaffe ich das Vieh endlich. Dummen Assistenzmanager. Hab ich beinahe schon erwischt. Mal, kann ich da irgendwas schnell, so. Ja, diese Teile hier, diese Elektroteile, ne? Das macht auch so unverschämten Schaden, diese Elektro-Dinger. Komm, Ausdauer. Schon ein bisschen unverschämt. Aber ich brauche mehr Ausdauer.
Oh, du... Kann man die auch irgendwie blocken, die Teile, frage ich mich. Es ist einfach viel zu viel gerade. Komm, ich schaff dich jetzt, du Arsch. Ja! Ich hab die Schlüsselkarte! Au! Blockierte Zurückweisung. Ey! Lass jetzt mal aufhören. Dankeschön. Oh mein Gott. Wo ist es denn? Hier, schockierte Zurückweisung. Wutanfälle werden zu heftigen Vergeltungsmaßnahmen. Geblockte Angriffe wandeln ihre Energie in statische Elektrizität um und lösen gelegentlich einen starken Ausbruch aus. Geil. Alter Schwede. Also das war mal ein Kampf, ne? Will ich nicht nochmal machen müssen. Ach, hau nicht rum. Du hast gerade einen fetten Boss besiegt, Petey. Kann ich jetzt hier rein? Ja! Endlich! Im Wasserbecken war doch auch noch was mit dem Zugang für einen Assistenzmanager, ne? Oh Leute, ich fühle mich endlich so, als hätte ich was erreicht. Was richtig ist, erreicht im Spiel. Das hier mit... Ja, der Chip ist in der Nähe. Geil. Ich würde die Ameisen rumtrapsen. Gesperrt. Das bunten Lämpchen. Wenn du überlegst, die Computer, ne? Da muss so viel Rechenpower sein auf diesen kleinen Teilen. Burgle, diese verflixten Mixergeräte treiben immer noch sämtliche Kreaturen hier in den Wahnsinn. Um unsere Konzentratsammlung kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir die erstmal weg von hier. Ich habe eine große Karte möglicher Standorte an die Tafel gezeichnet. Alle markierten Stellen müssen sich gut verteidigen lassen, falls die örtlichen Kreaturen ähnlich aggressiv werden. Ähnlich aggressiv wie unsere Freunde an den Sprengtüren werden. Ja. Okay. Ist ja sehr gut sichtbar, was das sein soll. Alles Mixer. Na gut, wie gesagt, egal. Alter Verwalter, ich habe alle meine Heilung verbraucht, ne? Yes. Oh, da ist der Chip. Super Chip. Ein Achievement. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus, der arme Kerl. Schwarze Ameise. The production of raw science concentrate has been, for better or worse, spread across the art. Given the unseen hands that move against me, it seems that no precaution is too much. No suggestion from my paranoid psyche too preposterous.
What a pathetic state of affairs. Overrun by an enraged ant colony, and here I stand, naked, naked, to the unblinking eyes spying upon my every move. Layers of abandonment and failure, like a frumpy, naked failure onion. But who sheds a tear for us, Burgle? Is it the onlookers in the shadows? Is it whomever stumbles upon our toilings down here in the muck? This should please you all. Dr. Wendell Tully, humbled again. Well, enjoy your laughs, cruel winds of fate. But this onion has one more stink left to make. And sorry, old friend, but I'm going it alone. Deleting data stores and running lab lockdown procedures. Wendell, out. Ich weiß gar nicht, finde ich gar nicht so... Also er hat so viel erreicht, ne? Er sollte sich nicht gedemütigt fühlen, deswegen. Aber hoffentlich finde ich jetzt hier einen super coolen, super schnellen Ausgang. Dass ich direkt zurückrennen kann, reparieren und Sachen bauen. Endlich! Ich war ja nicht in dem Labor, ne? Ich habe es ja rausgelassen. Ich bin ja einfach nur hingelaufen, habe mir Bomben geholt und bin wieder zurück. Oha. Ziemlich nah dran an dem ganzen Geschleime hier. Aber es sieht gut aus. Wir kommen ganz, ganz hoch auf einmal. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht den Mixer benutzen, weil wir wissen ja, was dann kommt alles. Wobei das mit den Spinnen fand ich auch ein bisschen schwieriger. Ja, doch, nehmen wir alles mit. Schrott ich die Äpfel. Oh, wir sind endlich draußen. So, dann rennen wir mal zurück. Schade, dass ich nicht an die Kaugummis rankomme. Ich frage mich halt immer noch... Oha, meine Rüstung ist ganz schön im Arsch. Ich frage mich immer noch, wie das gehen soll, dass ich da hochkomme. Kaugummis hätte ich schon ganz gerne. Ausgelutschte Dinger da oben. Ach, den kriege ich doch. Warte mal. An den komme ich definitiv ran. Aber die anderen ganz oben hängen. Frage mich, was sie sich dabei gedacht haben. Oh Leute, ich kann jetzt fünf Zusätze mit mir tragen. Das ist so geil. Also fünf Specials, meine ich. Ja. Na. Und ein Stück Kaugummi, ne? Das ist schon ein bisschen lächerlich. Da ist er. Ist dein Ernst? Choke it down, Pete. Choke it down, Pete. Das ist Apfel, ja? Das kennst du, Pete. Nur mal so. Okay, jetzt aber schnellster Weg zurück. Sind nur 900 cm, ist ja nix. Und überall in diesen Pilzgruften da unten, wo es runtergeht, Leute, da ist noch so viel geiler Kram, ne? Habe ich ganz viel Federn gesehen, da unten ist ganz viel anderes Zeug, brauche ich alles irgendwann mal. Ganz viel Steine. Aber jetzt kommen sie ja von überall. Ja, Arschgeigen. Warum lädt sich meine Ausdauer eigentlich so verdammt langsam auf gerade? Ja gut, ich habe dieses Schema gerade nicht drin, ne, dass die Ausdauer sich schneller vollpackt wieder. Mache ich dann aber, wenn ich jetzt den fünften Slot freigeschaltet habe. Was ist das denn? Dan Hamster the Third. Und da ist eine riesen fette Spinne drin. Alter. Wieder mit nichts zu tun haben hier, ne? Wir haben Scheiß. War gerade ein bisschen schlecht. Ja. Ey, von allen Seiten, ich sag's euch. Guck mal, das hier ist schon so knapp an den Pilzen dran gewesen. Man glaubt's gar nicht, ne? Ja, diese Dinger abzulenken, das ist halt echt ein Glücksspiel, ne? Die Milben.
Manchmal. Oh, das ist der Apparat. Dem kann ich jetzt leider auch nichts mehr machen. Und ich überlege, wie lange das schon her ist, dass wir hier waren, aber es ist so eine schöne Erinnerung einfach an alles. So, lass mal ein bisschen Wasser sammeln, wenn es hier was gibt. Okay. Der Weevil. Ah, ich sehe Wasser. War da eben noch Wasser? Da kommt es auch egal. Wir haben bestimmt in unserem Fäden was gefangen. Was machen wir jetzt? Ich gehe erst noch ganz kurz ins Lager. Ach, die Zeit haben wir noch locker. Reparieren, reparieren, reparieren. Was ich ja ständig machen muss, weil meine Sachen so schnell kaputt gehen, alle. Und dann gehen wir nochmal ins Labor. Und hol ich mir für die Molare alles Mögliche, was ich noch habe. Stapelgröße zum Beispiel von Sachen, das ist so geil. Einfach nur nützlich und geil. Aber ich kann mir. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht noch andere Sachen, die man mit Molaren holen kann später? Aber wenn das alles ist, dann hat man ja irgendwann das, was man will. Und dann nimmt man halt das andere noch mit, weil es muss. Zum Beispiel Lebensenergie brauche ich auf jeden Fall Ausdauer. Und der Rest ist mir dann eigentlich auch wieder egal. So. Gerade gegen diese Spinnen ist es echt wichtig. So. Kann ich nicht reparieren. Den Rest hatte ich ja repariert, als ich hier war. Warte mal, da ist die Krähenfeder. Ich habe richtig viele Krähenfedern, ne? Wie man sieht. Richtig viele. Was hatte ich denn die Ameisenteile? Huden. Ja. Da hatte ich die ganzen. So, da hatte ich auch die Wands noch ein paar. Pilze kommen mit meinem Esseimer hier. Sehr gut. Kaugummis, warte ich Kaugummis. Hatte ich überhaupt noch so viele Kaugummis? Ja gut, 3. Besser als nix. So, und jetzt gehen wir nochmal kurz ins Labor. Ne, warte mal, soll ich mir die schwarzen... Ich mache mir die Ameisenklamotten noch, die kann ich bestimmt auch nochmal scannen. Ne, ich kann ja gar nicht alle. Ich habe ja keine... Oh no. Ups, auf meinen Trockenhaken. Die Verwendung sollst du ja schon haben. So. So jetzt aber. Ameisenschwert. Yo. Dann... Die Schützenmütze ist auch super. Ah, die Krähenfeder, Mittelrüstung, kritisch elektrisiert, Bogen. Ameisenhelm, kritisch nach Blocken. Ja, braucht halt aber leider zu viel Bienenpelz. Wir brauchen nur 2. Ja. Ah. Nee, kann ich gar nicht skillen. Oh, der Schaden, hey. Alter. Nee, ist gar nicht. Hart. Wenn ich das noch skille jetzt. Oha. Und ich vergleiche jetzt. Boah, krass. Die Brustplatte. Hat nur wegen der Rüstung, ne? So, gucken wir mal jetzt. Alter. Ist auf jeden Fall besser. Aber es ist doof, der hat halt überhaupt nichts an jetzt. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ich sehe das ja auch gerne optisch dann am Charakter.
Aber gut. Lassen wir erstmal. Warte mal, ich hole mal das Schwert jetzt ein bisschen nutzen. Mal gucken, wie das so abgeht. Sehr schnell auf jeden Fall. Eis. Ja, der Degen hat mir echt lange Spaß gemacht. Vor allem der Lebensraum ist halt auch richtig geil. Aber das Schwert jetzt? Mal gucken, wie das so abgeht. Milbenpelz. Felspelz. Ja, leider. Das war's jetzt schon. Oh, aber eine schöne Heilung. Ich habe nichts mehr davon. So ein Rotz. Eine schöne, super Heilung. So, jetzt machen wir aber nochmal ganz schnell in das Labor. Und dann sind wir auch fertig, glaube ich. Wie habe ich denn jetzt aufgenommen? Keine Ahnung. Ich schneide so viel raus, aber wenn ich rumrenne und nichts mache. Das Sterbe noch besser. War jetzt noch einmal bei dem Boss, aber trotzdem war es nervig. Oh, 4 und da geht gar nicht. Kann ich ja nicht reparieren. Es ist halt immer schade, wenn du eine neue super Waffe herstellen kannst, dann brauchst du auch immer wieder das, wo du es her hast. Also muss ich dann jedes Mal wieder zu den Ameisen rennen und Metalle besorgen. Deswegen ist es eigentlich schon ganz gut, wenn man sich erst farmt und dann wieder herkommt. Ist, glaube ich, am geschicktesten. So. Aber nichts mehr zum Scannen leider. Und jetzt. Uah. Maximale Mutation. Geil. Hunger, Durstabzug, Heilung. Ist mir nicht relativ. Oder doch Heilung vielleicht. Ah, ich habe Gesundheit. Ich hätte die Rohstoffe nehmen sollen. Aber egal. So, und jetzt müsst ihr alles, also das jetzt nicht stapeln, aber alles, was jetzt für Brauch ist, sowie Heilung, muss jetzt super weit stapeln. Und Burgle. Ja. Hello there, Acting Science Pal. Can I help you today? Okay, ich erinnere mich an mehr aus meinen Träumen. Es ging jemanden namens Direktor Schmektor. Schmektor. Oversaw Dr. Tully's projects at Ominent. Dr. Tully's disdain for Director Schmektor was even more than his disdain for soggy French fries. They had many disagreements over the years, over the direction of the science division. If Schmektor is involved with this, I can assure you he is up to no good. That is what Dr. Tully would say. I have never met the chap and so must reserve judgment. Ich habe das Wort Austrocknung gehört. Reasoning is an advanced form of dehydration and an unfortunate side effect of the shrinking process on humans. It appears to become worse with each subsequent use of the spacer. Even without prolonged use, it is a degenerative malady that has no cure at this moment. At the time of his disappearance, Dr. Tully himself was keenly experiencing the side effects of reasoning and was actively working on a solution. That research is currently on hold. Good news for you, however. Ocular analysis indicates a normal number of folds on your face for a human of your age. Ah, danke. How can I help you today? Falten in dem Gesicht von einem Teenager, sehr gut. Ich habe den letzten Superchip gefunden. Eureka, the last one you have found it. Yay. It is finally time that we can complete the embiggening cocktail recipe. Hand over the superchip and we can get you home. Processing. Of course, toenails, the tiny impractical spatulas at the end of human digits. Was? Well, have fun collecting those. And the final ingredient is... Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. No, 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 this cannot be correct. Was los? The last ingredient of the cocktail is marked as missing. I am not sure what to tell you. Dr. Wendell Tully purposefully wiped the last ingredient from my memory. Alter Schwede. My programming prohibits me from remembering the secret ingredient. Wendell never wanted it to fall into the wrong hands. He did not even trust me with it. The entire recipe is only in Wendell's noggin. And as I said, he has been around for months.
Sigh. Processing. Chicken nuggets! Wendell's scabby! His scabby has tracking functionality built in. We should now be able to find out where he is with this information. The extra memory you provided with the super chips is helping my processing. Sorry, I did not think to track Dr. Tully earlier. Da macht ihr keine Vorwürfe. Allow me to connect to his scabby via my handy state-of-the-art radio modem to see what data I can pull from it. Crackle. I am connected to Dr. Tully's scabby. I will now start the download. Location, X5432. Y, error. Ja. Scabby, prototype 0001A, error code 324. Subminiature, axial lead resistor. Ominent model, OC93412. Ja, aber was jetzt? Setback. I know that location. The scabby is at Dr. Tully's favorite chair by the shed, of course. Ah. You should be able to find him there. And take this replacement fuse to repair whatever problem he is having with his scabby. He should be able to help you out with the Ambigan cocktail and get you home in no time. Good luck. I believe in you. Okay. Thank you. Come again soon. Sehr gut, da kommt mal ganz kurz noch die Rezepte. Hier. Was macht er denn? So, oh, was ist neu hier? Mächtiger Klumpen. Ja, Sprinterverbesserung. Oh ja, Sprit des Materials, das zum Verbessern von Rüstungen benötigt wird. Leimstampfer, ein Reparaturkleber. Rüstung und Waffen reparieren. Die bei einem bestimmten Zeitpunkt hinaus verbessert wurden. Oh ja. Geil. Was haben wir noch? Badenausstoßer. Verjage die Käfer mit einer Vielzahl versteckten Käferbrocken, die durch den Garten wehen. Unterschiedliche Stinkstoffe ziehen unterschiedliche Schwärme an. Kochbuch Sandkasten. Ameisenlöwenbrocken. Gut genährt, Speise plus Dornen und Brutzelschutz. Hey? Locke Insekten an. Ein Fall, der Insekten anlockt, auch noch. Krass, wir nehmen erstmal natürlich die Rüstungsverbesserung, Leute. Was ist los? Und bis wir das sehen, wird es aber noch ein bisschen dauern, denn der nächste Part kommt erst übermorgen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, liebe Leute. Danke fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir schauen uns dann die Rezepte später an. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grounded. Macht's gut. Achtung. Yeah! Yay!